So, Freunde der Nachtmusik, wir heißen euch herzlich willkommen zum Aftermatch-Talk von 1889 FM. Wir feiern, innerlich zumindest, die Mannschaft feiern mit den Fans. Bei mir ist der Tali. Tali, was, wie geht's? Ja, hervorragend, weil 3 Punkte im Gepäck, beziehungsweise auf der Habenseite, da kann es einem ja nur gut gehen. Versüßt den Samstagabend. Ja, wir haben hier die Jahnelf, die sich abfeiern lässt vor der Hans-Jakob-Tribüne. Immer wieder ein schönes Bild. Macht immer wieder Gänsehaut. Aber man merkt, dass die alle kein Metal hören. Was ist denn das für ein Moshpit? Ja. Naja, wir wollen uns einfach nochmal ganz kurz austauschen über hier das Spiel am 13. Spieltag. Die Preußen aus Münster waren zu Gast und ja, durften nichts Zählbares mitnehmen. Wie hast du die erste Halbzeit so gesehen, Tom? Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, waren beide Halbzeiten relativ leicht. Der Jan war besser. Also wir waren einfach besser. Dominant waren wir nicht. Ja? Wir waren aber einfach besser. Wir haben gut gepresst. Wir haben sehr, sehr gepresst. Wir haben eine Mannschaft von Münster immer unter Druck gesetzt. Wir haben Johannes Schenk, der heute für Schulze Niehaus oder was auch immer eingegangen ist, sehr, sehr schwer gemacht. Ob das mit dem im Tor so funktionierte, wage ich zu bezweifeln. Tat mir auch ein bisschen Neid für ihn. Aber naja, haben vielleicht auch eben dann davon profitiert, dass Münster schon früh verletzungsbedingt wechseln musste. Ja, und haben sie wirklich ein Kopfzerbrechen bereitet in der ersten Halbzeit. Durchaus. Fast chancenarm die erste Halbzeit. 1-2 Gelegenheiten auf beiden Seiten. Ansonsten sehr viel Mittelfeldgeplänkel. Ja, ich habe schon bei der Übertragung bei Funk gesagt, undankbar immer zu kommentieren, ja, weil ständig immer ein Hin- und Hergeschiebe einfach nur. Wenig Spielraum wurde sich da geben. Und dann gingst du in die Pause und im Endeffekt, du hast es in der Pause dann angesprochen beim Turmfunk drüben. Es muss Klick machen in der Halbzeit. Klick gemacht hat's eigentlich sofort in der zweiten Halbzeit mit einer dicken Möglichkeit, die sich gut angelassen hat und schlussendlich dann noch diese 3 Tore, die ja durchaus sehenswert waren. Ja, Klick gemacht hat es aber leider, das muss man schon mal so sagen, erst bei den Münsterern, weil die einfach ja griffiger, giftiger, energischer gespielt haben. Also da hatte ich kurz auch Angst, dass das Spiel kippt, aber irgendwie auch nicht. Also es war ungewohnt, man hat sich gedacht, ja, Leute, Metzler jetzt schon mehr zupacken, aber man hatte dann auch irgendwo das Gefühl, dass nichts anbrennt. Was natürlich auch war die Wechsel, die dann in 61 Minuten kamen. Das war einfach, ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, habe ich ja gesagt in der Übertragung, dass du Leute von der bringen kannst und nicht das Gefühl hast, dass du Qualität einbüßt. Ja, ist so, wirklich. Also da haut sich ja jeder rein, ein Diawusi von der Bank, der dann leider rauste. Ja. Der sich immer reinhaut und immer eine Gefahr ist, aber auch Elias Huth gerade, Thomas Eisenhut oder Tobias. Und dann auch Robin Siegele, alles Leute, die man bedenkenlos bringen kann. Das definitiv, und die haben auch sofort ihren Stempel. Aber wie gesagt, zum Schmunzeln ist, dass Tobi Eisenhut anscheinend sehr viel von seinem Mentor Geipel lernt, weil er sehr viel am Meckern war, aber noch keine Gelbe kassiert hat. Das wolltest du ja noch unbedingt auch ansprechen. Andi Geipel, keine gelbe Karte. Was ist da los? Liebt ja, das Jahr muss man mehr? Eigentlich fragen. Das wäre wieder eine Sache. 1889 FM Sonderfolge. Was ist mit Andi Geipel los? Warum keine gelbe Karte? wir werden da definitiv nachhaken, weil so geht das nicht. Also ich muss mich einsetzen dafür. Andi Geipel muss eigentlich in einem Drittligaspiel eine gelbe Karte bekommen. Augenzwinkern Ende, Ironie aus. Reißerische Headline, Andi Geipel, naht das Karriereende. Ja. Ansonsten, wie gesagt, es bleibt halt, also es ist wirklich komisch jetzt zu sagen, es bleibt nicht viel übrig zu erzählen. Der Jan war einfach griffiger, wir haben schöner gespielt. Ja, Kleinigkeiten gab es immer wieder. Manchmal haben wir sich zu sehr festgedribbelt, manchmal vielleicht ein bisschen zu schlampig. Aber ansonsten Felix Gebhardt wieder hervorziehen mit Reflexen wie ein junger Gott. Wie gesagt, Vitali immer noch, ne, in seinen besten Zeiten. Ansonsten aber auch immer mit aktiv, hat sein Verteidiger zusammengeschissen. Das 2-0 war auch schön herausgespielt, damit ein Mann weniger von Münster, das sollten wir erwähnen, anhand einer wirklich überflüssigen Notbremse, die der Münsteraner aber auch so akzeptiert hat, weil er merkt hat, das war nicht gut. Ansonsten bleibt irgendwie zu sagen, das 2-1, wie hast es du wahrgenommen? Alles ein 2-1, weil ich nicht gestoppt habe, wie lange die Zeit gegangen ist, mir durchaus Sorgen bereitet hat, aber schlussendlich waren ja einfach nur noch die wenigsten Sekunden zu spielen, von dem her, ja bei 2-3 Minuten länger wäre es wieder was anderes gewesen, in der Kategorie unnötig, aber so, ja.
Ja, mit tut's halt für Felix Gebhardt immer ein bisschen leid, er regt sich auch dementsprechend, er könnte mehr weiße Westen haben, wenn diese Unkonzentriertheit nicht wären. Das ja. muss man einfach mal so sagen. Ansonsten bleibt, es bleibt halt, wie gesagt, leider nicht so viel zu erzählen, weil, was soll man großartig dazu sagen? Was vielleicht noch schön hervorzuheben, ist es auch, dass, weil wir ja von den Einwechselspielern geredet haben, auch die Spieler, die reingekommen sind für den gesperrten Benesala. Brian Hein hat sich auch sehr gut geschlagen, besser als zur Saisonbeginn, das macht auch Hoffnung. Ansonsten, ja, bleibt echt jetzt Schiedsrichterleistung war absolut in Ordnung heute, kann sich keiner beschweren. Fans, bombastische Leistung, wie immer, war ich sehr froh, dass sie da waren. Ansonsten bleibt wirklich nicht viel mehr zu erzählen, also ich hab nichts. Na gut, wenn du niemandem mehr danken möchtest, dann... Danke für alle, die zugehört haben. Ihr seid der Treibstoff. Apropos Treibstoff, ich wünsche dir einen schönen Abend. Dir ebenso, macht es gut, ciao. Ciao. Geipel, der mit dem Seitenwechsel auf Conny Faber, der hat jetzt halt Platz, nimmt Oskar Schönfelder mit. Ja, der muss aber auch wieder abdrehen, reindrehen. Ja, und schon hat er den Ball verloren, holt ihn sich Gott sei Dank wieder. Jetzt zieht er in die Mitte. Bulic nochmal raus, Faber könnte jetzt flanken, Flanke kommt, wird verlängert, geht vorbei und drin. Ja! Jawohl! Oh, Gott, so schaut's aus. Dachte man dann schon, es ist vorbei. Mal wieder eine typische Faberflanke. Und ja, wer hat da jetzt sein Füßchen am Ende hingehalten am zweiten Pfosten? Wiekamp, linke Seite, schlägt den Ball in die Mitte, kommt nicht an. Der Jan jetzt nochmal mit einer Kontersituation. Feed in die Gasse. Da ist Kota nochmal. Der zündet die Turbo. Stoppt ab. Zieht in die Mitte. Könnt ihr jetzt schießen? Zieht ab. Rein das Ding. Bam, bam, bam. 1A zu Ende. Spielt der Konter. Muster gültig. 2-0. Deckel drauf. Geh mal heim. Also es tut mir echt, aber wir tun die Münsteraner gerade echt leid. Schau dir die mal an. Oh, nein. Ja, die wirken sehr niedergeschlagen. Die geben alles. Haben alles reingeworfen. Auch zu 10. Ja, aber irgendwann, ja. Nein, ist halt das, was mir noch viel besser gefällt, ist der Wollbulic. Gib Gas, komm, Feuer und so. Interessiert kein Ball, kommt lang zu Faber, der hält den Kopf hin. Jetzt ist es Spiel ja. aus. Heimsieg, 3 Punkte, 2-1 gewinnt der Jan gegen Preußen Münster. Am ja. Ende kam der Anschlusstreffer für die Preußen deutlich zu spät.